Die Rekrutierung von Teilnehmern innerhalb jeder Schicht ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Hier sind einige bewährte Strategien, die dir helfen können, Teilnehmer effektiv zu rekrutieren. Mit einfachen Erklärungen und Beispielen, gezielte Werbung. Verwende gezielte Werbung, um bestimmte Gruppen anzusprechen. Dies kann durch spezielle Anzeigen in Medien erfolgen, die von der Zielgruppe häufig genutzt werden. Beispiel: Um Jugendliche unter 18 Jahren zu erreichen, kannst du auf Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok werben. Um Senioren 65 Jahre und älter zu erreichen, könntest du Anzeigen in lokalen Zeitungen oder auf Facebook schalten. Partnerschaften mit Organisationen. Arbeite mit Organisationen zusammen, die Zugang zu den gewünschten Teilnehmern haben. Beispiel: Wenn du berufstätige Erwachsene 18 bis 64 Jahre ansprechen möchtest, könntest du mit großen Unternehmen oder Berufsverbänden zusammenarbeiten. Für Studenten könntest du Universitäten oder Hochschulen kontaktieren. Verwendung bestehender Datenbanken. Nutze bestehende Kunden- oder Mitgliederdatenbanken, um gezielt Teilnehmer auszuwählen. Beispiel: Ein Einzelhandelsunternehmen könnte seine Kundenliste nach Altersgruppen sortieren und gezielt E-Mails an die verschiedenen Altersgruppen senden. Online-Umfragen und Plattformen. Nutze Online-Umfrageplattformen, die es dir ermöglichen, gezielt Teilnehmer nach bestimmten Kriterien auszuwählen. Beispiel: Plattformen wie SurveyMonkey oder Google Forms können Filter verwenden, um sicherzustellen, dass nur Personen aus bestimmten Altersgruppen oder Regionen die Umfrage sehen. Direktansprache. Sprich potenzielle Teilnehmer direkt an, beispielsweise durch persönliche Anrufe oder Besuche. Beispiel: Für eine Umfrage unter Senioren könntest du lokale Seniorenzentren besuchen und die Bewohner direkt ansprechen. Incentives und Belohnungen. Biete Anreize an, um die Teilnahme attraktiver zu machen. Dies kann in Form von Gutscheinen, Geldprämien oder kleinen Geschenken geschehen. Beispiel: Ein Online-Shop könnte Einkaufsgutscheine anbieten, um regelmäßige Käufer zur Teilnahme zu motivieren. Soziale Medien und Community-Gruppen. Nutze soziale Medien und Online-Communities, um gezielt bestimmte Gruppen anzusprechen. Beispiel: Um junge Erwachsene zu erreichen, könntest du in Facebook-Gruppen oder Reddit-Communities posten, die sich auf Themen konzentrieren, die diese Altersgruppe interessieren. Veranstaltungen und Messen. Nimm an Veranstaltungen oder Messen teil, die von der Zielgruppe besucht werden. Beispiel: Um technikaffine Erwachsene zu erreichen, könntest du auf Technologiemessen oder Konferenzen präsent sein. Empfehlungen und Schneeballsystem. Nutze bestehende Teilnehmer, um weitere Teilnehmer zu rekrutieren, indem du sie bittest, Freunde oder Bekannte zu empfehlen. Beispiel: Nach einer Umfrage könntest du Teilnehmer bitten, die Umfrage an andere Personen in ihrer Altersgruppe weiterzuleiten. Zusammenfassung: Die besten Strategien zur Rekrutierung von Teilnehmern innerhalb jeder Schicht kombinieren gezielte Werbung, Partnerschaften mit relevanten Organisationen, Nutzung bestehender Datenbanken, Online-Plattformen, direkte Ansprache, Anreize, soziale Medien, Veranstaltungen und Empfehlungen. Diese Methoden helfen sicherzustellen, dass jede Schicht in der Stichprobe repräsentativ vertreten ist. 5 Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.